Robert De Niro als motziger Papa in einer Family Clash Komödie. Ist Ben Stiller auch dabei und sprechen wir hier über den Meine Braut, meine Schwiegereltern und ich Teil 4? Nein, tun wir nicht. Wir reden über Und dann kam Dad. Meine Eltern laden uns übers 4. Juli-Wochenende in ihr Sommerhaus ein. Und was tut dann mein Vater? Wieso nehmen wir ihn nicht mit? Nein, lieber nicht. Only in America. Ja, direkt zu Beginn glaube ich, kann man raushören, dass ich jetzt von der Grundsatzidee jetzt nicht total begeistert bin, um jetzt mal zu sagen, man hat wirklich das Gefühl, man hat so die Drehbücher Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre gesehen und wusste doch, oh, das hat eigentlich gut funktioniert. Und Robert De Niro hat ja jetzt in den letzten Jahren sehr oft einfach gerne grimmig reingeschaut. Das ist doch eine Erfolgsformel, vielleicht funktioniert das Ganze nochmal. Und um ehrlich zu sein, es ist auf jeden Fall, nachdem ich dachte so, oh, was soll das jetzt eigentlich werden, gar nicht so schlimm geworden. Arbeiten diese Leute auch? Sie haben ihr Geld in Aktien gesteckt. Ich hoffe, dieses Wochenende kommt nichts weg. Solche Leute beschuldigen gerne Einwanderer. Entspann dich einfach, dafür sind wir hier. Ja, ich bin entspannt. Ich hab Sandalen an. Du siehst aus wie der Killer von John Wicks Hund. Wer ist das? Wer ist John Wick? Das liegt vor allen Dingen tatsächlich nicht nur an Robert De Niro, sondern an dem gesamten Cast, die allesamt extrem viel Spaß an dieser doch sehr durchgedrehten Komödie haben. Insbesondere unsere Rich Family ist so dermaßen überzeichnet, dass es mir manchmal schon wehgetan hat und fairerweise musste ich aber auch immer wieder irgendwie grinsen, weil alle Figuren in so absurde Richtungen driften, dass das dann schon irgendwie so als fast schon Comic Relief funktioniert und man auch irgendwie nachvollziehen kann, was passiert eigentlich da so, warum möchte denn hier der Sohn die Frau heiraten und den Vater dazu bringen und die italienische Geschichte? Also alles, was so da rumgebaut wird, ist tatsächlich, dass man sagen kann, das hat das Herz am rechten Fleck. Here we go again. Alles, was ich für dich tue, was ich je für dich getan habe, ist zu deinem Besten. Hey Dad, sieh nur, ich kann tauchen! Mach dich nicht zum Idioten, indem du versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist. Das habe ich spätestens dann gemerkt, als ich auf einmal feststellte, dass ich bei dem doch insgesamt ziemlich großen Schwachsinn auf einmal dann doch ein Tränchen verdrückt habe. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist so eine 0815-Komödie, alles schon mal irgendwie gesehen. Ja, ich habe einige Male auch gelacht, mal geschmunzelt, mal die Augen verdreht. Aber wenn ein Film das schafft, obwohl er jetzt nicht übermäßig krass ist, doch bei einer Familienszene zwischen Vater und Sohn eine Emotion zu erzeugen, dann muss der Film auch darüber hinaus sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Meine Güte! Oh, scheiße! Sebastian, deine Hose! Von Versace, gefällt sie dir? Nein, du Schwachkopf, zieh sie hoch! Und ja, man kann über Robert De Niro und seine grummeligen Komödienrollen jetzt denken, was man will. Hier zeigt er, dass er einfach für so Rollen und für Gesichtskirmes und sehr schräg gucken und motzig sein, so ein bisschen so auf die Ehre und gerade so dieses Zwischenspiel zu Alter, also alte Männerweisheiten und so älteres Männlichkeitsbild und Neues, dass er da sehr, sehr gut zwischendurch schwimmen kann und einfach ein Papa echt gut spielt. Dein Siegel flattert auf Halbmast. Oh nein, nein, das sieht ja wohl nach Vollmast aus. Also für mich ein Film, den ich definitiv in der Form nicht gebraucht habe. Wer wiederum aber mal wieder Lust auf eine locker leichte Komödie hat, und davon gibt es ja nicht so viel, wird definitiv auf seine Kosten kommen und definitiv lachen können, definitiv Spaß haben. Also wer sich grundsätzlich von dem Trailer so ein bisschen angesprochen fühlt, wird es, glaube ich, aus meiner Sicht nicht bereuen. Das ist etwas, was ich für so eine ja, harmlose und im besten Fall nette Komödie wie Und dann kam Dad dann doch echt okay finde. Also mehr nicht, nicht mehr, nicht weniger, aber insgesamt eine solide, okaye Komödie. Und deswegen durch die Lacher und wahrscheinlich auch das Tränchen gibt es dann noch einen Bonuspunkt, also 6 von 10 Punkten. Okay, braucht man nicht, kann man aber machen. Was man auch machen kann, ist natürlich das Special zu Fast and Furious 10 und zu Ariel anschauen. Ich habe es euch hier verlinkt. Schaut gerne mal rein und dann sehen wir uns im besten Fall bald wieder hier in der Filmlounge. Macht's gut, bis bald und ciao.